Hallo und herzlich willkommen hier in meiner Playlist, in meiner Videoreihe zur Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Das ist eine Veranstaltung im Bachelorstudiengang Informatik an der Uni Paderborn. Normalerweise eine Vorlesung und Corona sei Dank oder Corona zum Trotz, jedenfalls wegen Corona, ist es keine Vorlesung im klassischen Sinne, sondern eben eine Videoreihe. Wenn ihr hier gelandet sein solltet und dieses Video seht und äh, Teilnehmer der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen sein solltet, dann seid ihr mit diesem Video hier falsch. Alle folgenden Videos könnt ihr euch gerne auch hier auf YouTube angucken. Aber anstelle von diesem Video gibt es äh, für die Studierenden, die äh, Teilnehmer dieser Veranstaltung sind, ein eigenes Video, äh, was in äh, entsprechend im Panda-System bei uns abgelegt ist. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, denn da erkläre ich ähm, die ganzen ähm, organisatorischen Dinge, die ja nun für die Allgemeinheit wenig interessant sind, sind ja wirklich nur relevant für Leute, die an der Uni Paderborn sind und die diese Veranstaltung auch als äh, Lehrveranstaltung Belegt haben. Für alle anderen möchte ich hier kurz eine kleine Einführung geben, was das hier eigentlich ist und wer ich eigentlich bin, denn ich freue mich oder würde mich zumindest auch freuen, wenn sich auch ein paar andere Leute das angucken. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen hilfreich oder vielleicht kriege ich ja auch mal den einen oder anderen Tipp und Hinweis noch für zusätzliche Aspekte. Zunächst einmal, wer ist das da? Wer redet da so von der Seite zu euch herunter? Mein Name ist Felix Winkelkemper, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl Didaktik der Informatik. Und in der Didaktik der Informatik, da kümmern wir uns um die Ausbildung von Informatiklehrern, nicht jetzt auf die unbedingt auf die Unterrichtspraxis, ähm, sondern äh, ja in Bezug auf, äh, wie man das Fach eigentlich lehrt. Da gehören dann auch solche Fragen dazu, wie ähm, was ist eigentlich das Fach und so spannende Fragen wie was ist eigentlich Informatik und was ist eigentlich das Allgemeinbildende am Fach Informatik. Um sowas soll es hier aber nicht gehen, denn diese Veranstaltung stammt noch aus der Zeit vorher, aus der Zeit, als ich lange Jahre am Lehrstuhl Kontextuelle Informatik ebenfalls an der Universität Paderborn Mitarbeiter war und wo ich auch promoviert habe. Und äh, wir hatten da äh, lange Zeit eine Lehrveranstaltung äh, mit verschiedenen Namen. Die hieß mal Softwareergonomie, dann hieß sie mal Medienergonomie, irgendwann hieß sie mal Grundlagen der Menschmaschine, Wechselwirkung und schlussendlich Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Und äh, diese Veranstaltung habe ich quasi geerbt und äh, halte sie seit jetzt einigen Jahren in eigener Verantwortung hier an der Uni Paderborn. Und äh, das ist der Inhalt, den ich euch hier auch ähm, erzählen möchte. Ein Hinweis noch zu mir, beziehungsweise betrifft das eigentlich meine Ansprache an euch. Ihr habt das auch schon gemerkt, ich sieze euch nicht. Das ist ähm, so eine Sache, die auch in der Uni Paderborn oder unter Studierenden immer so eine Sache ist. Werden äh, Lehrende eigentlich geduzt, normalerweise nicht, zumindest wenn es Professoren sind, ist das heutzutage unüblich. Früher war das mal üblich, aber es ist mittlerweile unüblich geworden. Es ist aber so, dass äh, zumindest bei uns in der Informatik unter Mitarbeitern das Duzen eigentlich üblich ist und sich eigentlich Mitarbeiter auch von Studierenden duzen lassen. Von daher ähm, bin ich da hier so auf dieser Schiene, dass ich sage, ich irze euch hier in dieser Veranstaltung und wenn ihr das bei YouTube schaut, dann müsst ihr auch damit klarkommen, dass ich euch hier irze. Äh, selbst wenn ihr vielleicht in einer Position seid, in der das nicht normal üblich ist, dass man euch mit Du anspricht oder in Gruppe mit ihr. Nun ist es hier mal so, ich irze in dieser Veranstaltung, ich sage ihr nicht sie. Einen kleinen Hinweis noch bevor es eigentlich losgeht, es geht hier um Softwareergonomie. Softwareergonomie ist das Thema und das werde ich in den nächsten Videos auch entsprechend einführen. Es gibt das Ganze auch als Buch, beziehungsweise eigentlich noch nicht, sondern mein ähm, ehemaliger Chef Professor Reinhard Keil und ich sitzen dran und schreiben die Inhalte unserer Vorlesung, die wir ja nun beide gehalten haben im Laufe der Jahre, als Buch auf und ähm, haben auch schon eine existierende. Version dieses Buches, die ist aber noch nicht fertig. Die ist noch nicht zu Ende korrigiert und gerade auch zu diesem Jahr haben sich mal wieder Änderungen ergeben, so wie das halt ist. Man, ähm, ja, man schaut sich das an, man macht so einen Vorlesungsdurchlauf, man korrigiert das Buch und dann bemerkt man Dinge, die man doch vielleicht besser anders machen möchte. Ihr könnt euch dieses Buch aber besorgen, wenn ihr da Interesse dran habt und könnt das tun, obwohl es noch nicht fertig ist. Ähm, das ist äh, die Leanpub-idee. Leanpub ist eine äh, Plattform, die genau das ermöglicht amerikanische Plattform, auf der äh, wir das Buch äh, erstellen, wo wir gerade noch aktiv daran schreiben. Und das Interessante an diesem LeanPub-Ansatz ist, dass man dieses Buch kaufen kann, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Und ähm, wenn man das dort gekauft hat, ist nicht teuer, also 5 Euro ist der Mindestbeitrag, den wir eingestellt haben. Ihr könnt auch beliebige höhere Beträge eintragen, also beliebige nicht, aber ihr könntet bis zu 200 Dollar gehen, was ich nicht erwarte, dass das irgendjemand tut. Ähm, jedenfalls, könnt ihr den Betrag dort selbst aussuchen und davon kriegen wir einen großen Teil. Das ist der Vorteil dieses Leanpub-Ansatzes zum einen. Es sind nicht so viele Leute dazwischen wie bei Verlagen. Aber vor allen Dingen können wir dieses Buch schon veröffentlichen, noch während es geschrieben wird. Und ihr kriegt immer die aktuellste Version, wenn wir etwas aktualisieren. Es würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht daran Interesse findet und sich unser Buch dann äh, zulegen würde. Wenn es fertig ist, äh, dann werden wir das Buch äh, wahrscheinlich auch für äh, auch einigermaßen kleines Geld bei Amazon und Co ähm, zur Verfügung stellen. Aber bis dahin, bis es soweit ist, ähm, wird es unter äh, Lean Pub ähm, so ähm, publiziert bleiben. Was ihr hier zu sehen kriegt, ist natürlich kein Buch. Wir sind ja, ihr seid ja bei YouTube gelandet. Es sind Videos und ähm, diese Veranstaltung in diesem Jahr und die An Veranstaltung vor genau einem Jahr, wo ich noch sehr euphorisch von dem ähm, Corona-Semester gesprochen habe. In der Annahme, es wird genau eins und dann müssen wir sowas nie wieder machen. Mittlerweile haben wir ja durchaus einigermaßen Übung darin. Die sind sich einigermaßen ähnlich. Und äh, ich mache es daher so, dass ich viele der Inhalte, viele der Videos vom letzten Jahr in diesem Jahr wiederverwende. Ihr könnt hier bei YouTube auch die letztjährige Veranstaltung finden. Wenn ihr da vergleichen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr merkt aber sowieso, ob es von diesem Jahr ist oder vom letzten Jahr. Nämlich äh, daran, dass ich ähm, ja äh, heute dieses Jahr... Ähm, Sowohl anders aussehe ich, habe eine andere Frisur, mein Bart wechselt sowieso ständig hin und her und leider habe ich durch Corona auch ein bisschen zugelegt. Das sieht man, auf dem, wenn man das im Vergleich sieht. Da muss ich mal gucken, wie das wieder wegkommen kann. Und vor allen Dingen hört ihr das aber auch, denn ich habe im letzten Jahr ein bestimmtes Mikrofon benutzt. Das leider direkt nachdem ich mit der ganzen Vorlesung fertig war. Glücklicherweise danach und nicht davor. Aber es hat auf jeden Fall seinen Geist aufgegeben. Und ich musste mir was Neues anschaffen. Und dieses neue Ansteckmikrofon, was ich hier habe, da merkt ihr auch vielleicht im Abfall der Veranstaltung, dass ich das manchmal wechsle. Aber auf jeden Fall hat das einen ganz anderen Frequenzgang als das vom letzten Jahr. Das heißt, ihr seht, was von diesem Jahr ist und ihr hört auch, was von diesem Jahr ist und ihr werdet auch die Übergänge bemerken. Aber naja, ihr, da habt ihr auf jeden Fall, sagen wir mal, in diesem Jahr die ähm, 85% dessen von dem, was im letzten Jahr gut war, plus äh, ja, das, was in diesem Jahr... Hoffentlich auch gut ist und vor allen Dingen anders ist. Und äh, ja, so viel vielleicht zur Einführung hier an dieser Stelle. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Veranstaltung, Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Und haltet euch nicht damit zurück, wenn ihr irgendetwas habt, wenn ihr mir was mitteilen wollt, das auch gerne zu tun. Ich freue mich darüber.